Heute geht es bei uns um das Thema Nachhaltigkeit. Zu Gast bei uns im Studio sind Professorin Dörte Laing-Nepostil und Professor Dr. Ulrich Nepostil. Aktuell verwendet jeder gern den Begriff Nachhaltigkeit. Was ist darunter zu verstehen? Nachhaltigkeit bedeutet eine globale, enkelfähige Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Das heißt Armut beenden, Wohlstand für alle erreichen und die Erde schützen. Warum vertiefen Sie das Thema Nachhaltigkeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen? Wir wollen zunächst dazu beitragen, dass die Studierenden wissen, es gibt einen Plan. Wir wollen und wir können unsere Welt verändern. Und dieser Plan ist die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Unsere Absolventinnen und Absolventen gehen anschließend in die Wirtschaft. Und die Unternehmen spielen eine sehr große Rolle für die Umsetzung von Nachhaltigkeit. Die Wirtschaft muss nachhaltiger werden und dafür wollen wir unsere Studierenden in allen Bereichen rüsten. Worum geht es im Fach Nachhaltigkeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen? Zum einen geht es um die Energiewirtschaft und die Transformation zu 100% erneuerbaren Energien, also Themen wie regenerative Strom- und Wärmeerzeugung und Speichertechnologien als wesentliche Bauteile der Energiewende. Zum anderen wird in der Vorlesung Nachhaltigkeit 2 von unserem Kollegen das Thema Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft behandelt. Unsere Studierenden lernen hier die methodischen Grundlagen für eine grüne Produktion. Welche Projekte gibt es aktuell im Labor Nachhaltigkeit hier am Campus Göppingen? Im Rahmen des interdisziplinären Projekts entwickeln bei uns Studierende in Projektteams zum Beispiel ein Konzept für die Wohnraumklimatisierung mithilfe von Latentwärmespeichern. Oder auch smarte Systeme, wie die smarte Hydroponik, also Pflanzenzucht mit minimalem Platz- und Wasserbedarf, oder Konzepte für eine smarte Parkbank mit Lademöglichkeiten für Mobilgeräte als Lern- oder Ruheinseln für unseren Campus. Was sind Ihre zukünftigen Themen? Was steht auf der Agenda? Ja, unser großes Ziel ist die Umsetzung einer Tiny House-Siedlung an unserem Campus in Göppingen mit Reallaboren für die Lehre. Vielen Dank an Sie beide. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.